Wohin liegt das Bild Peter der Erste in Amsterdam auf der Werft? Das Jahr 1697. Charles Perrault veröffentlicht in Paris die Sammlung französischer Volksmärchen aus alter Zeit. Der 15-jährige Karl der Siebte, der zukünftige mächtige Gegner Russlands im Großen Nordischen Krieg, besteigt den schwedischen Thron. Die erste Europareise Peters des Großen. Amsterdam. Peter der Erste ist 25 Jahre alt. Der Moskauer Herrscher sehnte sich nach Reformen für sein Land. Ihm fehlten sowohl das eigene Wissen als auch die nötigen Spezialisten. Sein nächstes Umfeld hatte weder das Geschick noch großes Verlangen zu lernen. Er beschließt eine Reise nach Europa. Die von der diplomatischen Etikette vorgeschriebenen Zeremonien hätten ihn jedoch von der eigentlichen Mission ablenken können. So reist er inkognito unter dem Namen Peter Michailow zusammen mit anderen Freiwilligen aus Adelsfamilien. Eine der wichtigsten Stationen der sogenannten Großen Botschaft war Amsterdam, wo Peter der Erste und seine Gefährten eine Zimmermannslehre in der Werft der Ostindischen Kompanie angingen. Peter der Erste lebte in bescheidenen Verhältnissen und arbeitete so hart wie ein gewöhnlicher Zimmermann. Peter der Erste baute die flachbodige Fregatte Peter und Pavel. Der Meister hieß Gerrit Claes Poel. So sehr auch Peter der Erste versuchte, seinen hohen Status zu verbergen, verrieten charakteristische Zeichen den russischen Zaren in ihm. Und oft kamen neugierige Ausländer zur Werft, denen Meister Poel mit Stolz den russischen Monarchen zeigte, der folgsam seinen Anweisungen folgte. Während seiner ersten großen Reise in die europäischen Länder erwarb Peter der Erste ein zwar oberflächliches, aber umfassendes Wissen über aktuelle Errungenschaften der Wissenschaft und der Kunst, die er als notwendig empfand, um die Entwicklung der russischen Flotte, Armee, Wissenschaft und Entwicklung des russischen Staates selbstständig zu gestalten. Dies ist eine digitale Kopie des Gemäldes Peter der Erste in Amsterdam auf der Werft, gemalt von Michail Iljitsch Bocharow zur Feier des 200. Geburtstags von Peter dem Großen. Das Original wird in den Fonds des Staatlichen Russischen Museums aufbewahrt.